Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um die zwei Staubsauger-Giganten gehen, die ich im Haus habe. Ja, es gibt wahrscheinlich noch andere, die noch besser sind oder noch mehr können, aber ich denke, ich habe jetzt die zwei, die wirklich auch viel können und zwar auch unterschiedlich. Und zwar habe ich einmal den Ecovacs X1 Plus und einmal den Roborock S7 Ultra Pro. Nicht den Max V, sondern den Ultra Pro. Da gibt es auch noch Unterschiede, wie zum Beispiel LED-Lampe, eine Kamera. Aber darum soll es nicht gehen. Ich vergleiche heute den Ecovacs X1 Plus mit dem Roborock. Im Video werde ich immer wieder nur Ecovacs und Roborock sagen, weil die Namen einfach viel zu lang sind. Und genau, wir werden heute die verschiedenen Themen angehen. Das heißt, wir fangen erstmal mit der Ladestation bzw. mit der Saugstation und Füllstation an. Dann geht es weiter auf die Roboter an sich. Dann werde ich noch etwas über die Apps erzählen und dann halt am Ende noch ein Fazit geben, was sich ein bisschen mehr lohnt. Aber ich würde sagen, fangen wir mit dem Intro an und dann gehen wir auf die Absaugstation. Los geht's! Und wenn wir dann mal beide Stationen vergleichen, also die Roborock-Station und die Ecovacs-Station, dann sehen wir sofort einen Unterschied. Die Ecovacs-Station, die hat nur einen Absauger, das heißt, die kann nur den Schmutz aus dem Schmutzbeutel rausziehen und dann quasi im Stoffbeutel lagern und dann müssen wir irgendwann mal den Stoffbeutel leeren. Beim Roborock ist es anders. Wir haben einmal wieder die Absaugung, dann haben wir einmal einen Frischwassertank und einen Abwassertank. Beim Absaugen funktioniert das etwas anders und zwar saugt er von unten raus, beim Ecovacs hingegen an der Seite. Die Absaugung, das heißt die Stärke, ist beim Roborock deutlich stärker. Nach dem Absaugen ist kein Krümelchen mehr im Behälter vorhanden, beim Ecovacs hingegen schon. Aber ich sag mal, das interessiert uns mehr oder weniger, weil wir sehen den Dreck ja eigentlich nicht. Der wird immer wieder abgesaugt und ja gut, irgendwann mal muss man den halt leeren bzw. sauber machen, aber das ist bei beiden so, dass man den sauber machen muss. Dann sehen wir beim Roborock natürlich den Frischwasser- und Abwassertank. Das heißt, beim Frischwassertank ist normales Wasser drin mit Lösungsmittel. Da habe ich extra eins bestellt aus Amazon. Damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Das markiere ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dann unten seid, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da, um weitere Videos über die Technikwelt nicht zu verpassen. Ja, und im Abwassertank. Im Abwassertank haben wir dann natürlich das Schmutzwasser. Das heißt, wenn der Roborock auf die Station fährt, dann wird erstmal der Mob gewaschen, dann fährt er und dann halt aufgefüllt, dann fährt er überall herum, kommt zurück, dann wird der Mob nochmal gewaschen. Und genau dieses Wasser wird abgesaugt in den Abwassertank und dort wird es gelagert, bis es halt voll ist. Man kriegt eine Meldung, wenn der Tank leer ist, also im Frischwassertank, und wenn der Tank voll ist beim Abwassertank, dann wird es spätestens Zeit zu leeren. Und das passiert alle 2 Wochen circa. Eine Woche, je nachdem, wie oft man ihn laufen lässt. Dann zum Design. Ich finde das Design für den Ecovacs etwas schöner. Es gibt den Ecovacs-Turm, sage ich mal, noch größer, wenn man den Osmo Pro, glaube ich, nimmt. Also quasi mit Wischpads. Dann ist das Ganze noch größer und dann ist auch ein Frischwasser- und ein Abwassertank. Aber Fakt ist, der Ecovacs, damals habe ich für ihn 1000 Euro gezahlt und für einen Roborock habe ich 939 Euro gezahlt. Das heißt, der Ecovacs war eigentlich teurer. Zum jetzigen Zeitpunkt kostet der Ecovacs X1 Plus nur noch 650 Euro und der Roborock hingegen immer noch 1100 Euro sogar, also noch teurer geworden. Aber vom Design her finde ich den Ecovacs, die Ecovacs-Station etwas schöner, weil die einfach geschlossen ist. Aber diese ist mehr kratzeranfälliger als die Station vom Roborock. Denn beim Roborock sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben 3 Behälter, die sehen mehr oder weniger aus wie Mülltonnen, sind aber dafür kratzrobuster. Also da kommen halt einfach nicht Kratzer rein. Vielleicht liegt es an der Farbe oder halt einfach nur am Stoff. Dann haben wir einen kleinen Stauraum beim Ecovacs-Station, aber da passt auch nicht viel rein. Die Bürste zum Saubermachen, eine Zahnbürste zum Mopwaschen, die ich manuell waschen muss.
Und das war es dann auch schon. Beim Roborock hingegen gibt es gar nichts. Also da kann man nirgendwo was ablegen, abstellen, da gibt es keine Lagerfläche. Einen weiteren Vorteil bietet aber die Roborock-Station. Denn wenn der Roborock in der Station ist, dann schwebt der Mob und kann quasi durch die Luft, die unten durchzieht, zirkulieren und der Mob trocknet gut von sich und stinkt nicht. Beim Ecowax hingegen muss ich jedes Mal den Wischbehälter rausziehen, Saugbehälter reintun, Wischmob abziehen und trocknen lassen. Sonst stinkt er, fault er und das ist eklig. Und das war's erstmal zu den Stationen. Gehen wir weiter zu den Robotern. Und hier unterscheiden sie sich auch doch ein wenig. Und zwar fangen wir erstmal mit der Optik an. Was sehen wir? Was ich super toll finde, ist, dass der Roborock 3 Knöpfe hat. Nicht nur an die Anzahl, sondern wir haben einen Go-Back-Home-Knopf, wir haben einen Ausschaltknopf, logisch, und wir haben einen Kindersicherungsknopf. Und das ist verdammt wichtig, wenn man Kinder hat. Denn meine Kinder machen das regelmäßig, dass sie auf den Knopf drücken und dann startet er, stoppt er oder was auch immer, was sie alles mit diesen 3 Knöpfen hinkriegen oder beziehungsweise nur mit einem beim Ecowax. Dort pausiert er oder startet halt. Beim Rohgrob hingegen mache ich einfach nur Sperre rein und fertig. Da können die Kinder nichts mehr machen. Das ist ein großer Pluspunkt. So, jetzt kommt aber der Ecowax ein bisschen nach vorne. Und zwar hat der Ecowax eine Videokamera drin, das heißt eine Kamera, die quasi Objekte erkennt, mit der wir auch überwachen können, aber nicht in der Nacht, weil dann halt alles dunkel ist. Der Roborock hingegen nicht. Er hat den LiDAR-Sensor und den Bumper vorne. Und ich sag mal, Objekterkennung ist halt bei ihm nicht drin. Das hat der Roborock S7 Max V. Der hat auch eine Kamera und ein LED vorne. Das heißt, wenn wir dann mit dem beobachten können, dann sehen wir auch was. Ist hier beim Ultra Pro nicht dabei. Das ist wirklich ein Riesenvorteil beim Ecowax. Denn wenn Spielzeuge auf dem Boden sind, dann umfährt er die, fährt drumherum und reinigt dort. Der Roborock rammt sie weg und reinigt dann halt auch unterm Spielzeug oder nimmt das Spielzeug dann halt mit. Und das kann halt die Ursache sein, dass das Spielzeug quasi dann in den Haupttrakt reinkommt und die Bürsten sich festfahren und dann ist Schicht im Schacht. Da muss man manuell eingreifen, rausziehen und dann erst wieder loslegen. Und das ist wirklich ärgerlich. Aber naja, dann habe ich mir was gespart oder wenn ich den Max V haben will, dann muss ich mal 200 oder 150 Euro drauflegen. Und ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Vom Design her schenken sich eigentlich beide nichts. Beide haben so ihre Schönheiten. Ich finde den Ecowax sehr schön, finde aber auch den Roborock schön. Der Roborock ist einfach weiß und ich mag die Farbe weiß. Und deshalb finde ich den Roborock ein bisschen schöner vom Design. Aber das ist eine Geschmackssache. Beide haben ein schönes Design. Ich würde jetzt bei keinem sagen, die sehen ultra hässlich aus. Sie sehen schön und hochwertig aus. Dann haben wir einen großen Unterschied und zwar beim Wechseln der Behälter. Das habe ich ja bereits schon erwähnt. Beim Roborock haben wir eigentlich da haben wir nichts zum Wechseln. Wir haben einen Wassertank, den wir rausziehen und wieder reinmachen können. Aber im Prinzip müssen wir das nicht, weil das die Station alles erledigt. Beim Ecowax hingegen müssen wir Saugbehälter rein oder Wischbehälter rein, dann Mob entziehen und alles. Die Geschichte, die ich vorher schon erzählt habe, das ist halt ärgerlich und das muss man wissen. Aber was der Ecowax mehr hat, und zwar drehen wir die beiden Geräte um, dann hat der Ecowax 2 Bürsten, die sich vorne drehen, der Roborock hingegen nur eine. Aber das Ergebnis ist beim Roborock sogar ein bisschen besser. Also gerade ein Test in der Küche, als ich Reis verteilt habe, hat der Roborock einfach mehr eingesammelt. Der Boden war danach sauberer als beim Ecowax. Da sprechen wir jetzt aber wirklich vielleicht von 5-10% mehr Sauberkeit. Ja, aber das macht er trotzdem besser, obwohl er nur eine Nebenbürste quasi hat. Also hier ist die Saugleistung beim Roborock deutlich besser als beim Ecowax. Und die Wischfunktion ist beim Roborock viel intuitiver geregelt. Denn wenn er einen Teppich erkennt, dann fährt er hoch und alles ist gut. Gut, wenn man jetzt einen Teppich hat mit viel Fasern, Fussel oben dran, dann ja, okay, dann wird der Teppich ein bisschen angefeuchtet.
Wahrscheinlich. Ich habe nur flache Teppich und da passiert das Ganze nicht. Der Ecovax hingegen hat eine eher schlechtere Teppicherkennung. Also ich habe ein Kinderzimmer, so einen Teppich mit Straßen und der fährt da halt mit dem Mop komplett drüber und reinigt dann auch den Teppich. Und das finde ich wirklich schwach für so einen Preistag. Hat sogar Ecovax andere Modelle, die sogar besser können, wie zum Beispiel den N8 Plus. Der hat keine Probleme und der Ecovax X1 Plus, der fährt einfach drüber. Und das stört mich mega. Dann muss man aber auch sagen, der Wassertank beim Ecovax ist viel größer. Also er schafft die Wohnung mal zwei komplett zu wischen mit einem Wassertank. Der Ecovax hingegen hat einen kleineren Wassertank, aber da ist es mir egal. Wenn er leer ist, fährt er zurück zur Station, holt sich neues Wasser und macht weiter. Also er hat einen kleineren Tank, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und wenn die beiden Geräte mal so die ganze Wohnung sauber gemacht haben, dann haben beide immer noch ein paar Prozente übrig. Das heißt, die Akkulaufzeit ist bei beiden recht ähnlich. Ich würde aber sagen, vom Gefühl her ist der Roborock ein bisschen stärker. Ich würde vielleicht mal gar nicht sagen stärker, sondern er hat bessere Einstellungsmöglichkeiten in der App, aber dazu komme ich auch später mehr. Also Akkulaufzeit bei beiden Geräten kein Problem und bei beiden Geräten wirklich gut. Dann habe ich noch einen weiteren Punkt und zwar mit der Wischleistung. Das sind beide Geräte recht ähnlich. Ich würde aber sagen, der Roborock wäscht ein bisschen nässer, sagt man nässer, weil der Roborock, bevor er startet, geht er erstmal in die Station rein. Dann wird der Mop komplett gewaschen, das heißt, der ist schon nass. Beim Ecovax hingegen, der startet trocken und wird dann mit der Zeit feucht. Und deshalb haben wir eine bessere Wischleistung, beziehungsweise sie ist nässer. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob sie besser ist. Den Ketchup-Mayonnaise-Kaffeetest habe ich mit dem Roborock nicht mehr gemacht. Für alle, die es nicht gesehen haben, schaut mal mein Unboxing an über den Ecovax. Da bin ich über Mayonnaise, Ketchup, Kaffeewasser gefahren und das Ergebnis war nicht so geil. Das wollte ich einfach nicht nochmal mit dem Roborock wiederholen. Dann machen wir noch einen Schwenker in die Wartung. Warten müssen wir beide und bei beiden kotzt mich eine Sache an. Und zwar der Stoffbehälter, also in der Absaugstation. Wir haben einen Stoffbeutel und den müssen wir regelmäßig erneuern. Das heißt, den alten wegschmeißen und neuen reinsetzen und Geld verschwenden. Warum machen das die Hersteller nicht so und bauen dort einen Kunststoffbehälter ein? Dort wird das Dreck gelagert. Irgendwann mal zieht man den raus und leert den. Wenn einer weiß, warum, dann schreibt es mal in die Kommentare oder bin nur ich so dumm. Und dann, wenn wir auf die Komponenten eingehen, quasi auf den Roboter an sich. Sind beide sehr gut zum Reinigen. Ich würde aber sagen, der Ecovax lässt sich viel einfacher reinigen, weil er hier keine Schrauben hat. Man kommt an die Dinge viel besser ran. Die Haare kann man besser aus der Bürste entfernen. Und ja, beide kann man aber dennoch gut reinigen. Den Ecovax kann man aber etwas besser reinigen. Die Behälter an sich, das heißt, den Saugbehälter kann man bei beiden Geräten komplett unter Wasser halten und reinigen, auf die Sonne legen und dann ist er quasi fast wie neu. Thema Sprachsteuerung. Ecovax hat keine Sprachsteuerung. Naja, gut, der hat Eco. Und Eco ist komplett für einen Eimer. Also wirklich, vergisst ihn. Ich würde ihm eine Note 6 geben, wenn es darum geht, wie man den Sprachassistenten von Eco benoten würde, also vom Ecovax. Man muss mit ihm diskutieren, dass er irgendwas anfängt zu waschen. Außer es ist mucksmäuschenstill in der Wohnung, kein Ton kommt, dann macht er genau das, was du sagst. Aber sobald eine Stimme nebendran ist und was anderes spricht, also wenn sich zwei Menschen unterhalten, wie zum Beispiel zwei Kinder oder Frau und Kind, auch im Zimmer nebenan und ein bisschen lauter reden, dann fertig, kannst du sofort vergessen. Man muss direkt an das Gerät rangehen und mit ihm sprechen oder ihn anschreien, dass er es macht. Okay, Ico. Okay, Ico. Okay, Ico. Okay, Ico. Okay, Ico. Reinige Kinderzimmer und Fluren. Beim Roborock hingegen, der ist über Alexa gesteuert, aber ich war so gebrandmarkt vom Ecovax, dass ich die Sprachsteuerung beim Roborock eigentlich gar nicht verwendet habe. Sie funktioniert, das geht auch, ich habe es mal testweise gemacht, man sagt, starte die Reinigung und dann
macht er das Ganze auch. Also über eine Routineeinstellung geht das Ganze. Aber ich sage euch ehrlich, einfach ist es, in die Einstellung zu gehen, in die Bereiche und dann jeden einzelnen Bereich auszuwählen, den er reinigen soll. Weil nicht immer möchte man alles gereinigt haben und das finde ich einfach nochmal leichter. Das funktioniert auch in der EcoWax-App und da funktioniert sie auch gut. Also von der App und sowas sind beide identisch, was das Auswählen der Reinigungsräume ist. Aber wo sie sich unterscheiden, ist in der Einstufung vom Saugen. Da hat Roborock ein bisschen weiter gedacht und die haben mehrere Modis eingestellt, so dass man eigentlich in den Ultra-Modus mit 5300 Saugleistung eigentlich nur selten reinkommt oder beziehungsweise den selten aktiviert. Da aber auch die Vorstufe schon richtig stark ist, bräuchte ich eigentlich die letzte Stufe nie. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum die Akkulaufzeit beim Roborock ein bisschen besser ist. Weil er einfach mit der Saugleistung ein bisschen runtergeht, aber das Ergebnis ist dasselbe bzw. besser als beim EcoWax. Ja, aber am Ende haben beide eins gemeinsam. Laufende Kosten sind recht teuer. Bei beiden muss man irgendwann mal den Mob erneuern. Die Müllbeutel müssen getauscht werden. Dann haben wir beim Roborock dann die Kosten für das Reinigungsmittel und ich verwende nicht direkt destilliertes Wasser, sondern gefiltertes Wasser. Das heißt, mein Filter verbraucht mehr Filter und ja, es ist keine günstige Sache, so ein Saug- und Wischroboter, aber es ist eine geile Sache. Also ich würde niemals ob den einen oder anderen Roboter missen wollen. Beide erleichtern die Arbeit zu Hause so stark, dass sich das Geld auf jeden Fall lohnt. Doch jetzt muss ich noch ein paar negative Punkte über den EcoWax sagen. Weil ich möchte euch die Augen öffnen, das habe ich auch schon in meinem Testbericht vom EcoWax gesagt, aber alle, die es nicht gesehen haben, der EcoWax war dreimal in Reparatur. Einmal dürft ihr raten, Sprachassistent. Dann hat er Probleme gehabt, meinen Flur zu reinigen und der hat ihn einfach nie gereinigt. Das heißt, dort hat er Navigationsprobleme gehabt. Dort wurden dann drei Teile ausgetauscht, danach ging das wieder. Dann hat er immer komische Geräusche gemacht beim Starten, also vom Standby dann in den Aktivbetrieb. Die Geräusche macht er immer noch, die kriegt er immer noch nicht weg. Und jetzt kommt das Nervigste. Er hat die Karte viermal verworfen, weil er die Netzwerkverbindung verloren hat. Warum auch immer, ich hatte immer Internet und der Roborock auch. Und naja, der EcoWax hat die Netzwerk verloren, hat die Karte gelöscht. Ich musste den EcoWax komplett zurücksetzen. Ich müsste meine Planung komplett neu einrichten. Ich müsste die Kartierung neu einrichten. Und das war verdammt ärgerlich. Also dreimal in der Reparatur. Entweder liegt es daran, dass ich ein Montagsprodukt habe oder es ist einfach so miserabel. In der letzten Zeit habe ich das nicht mehr, also nach der dritten Reparatur verwirft ihr die Karte auch nicht mehr und verliert auch das Netzwerk nicht. Aber in den ersten Malen war es wirklich, wirklich ärgerlich und nervig. Noch ein weiteres Manko in der EcoWax App ist, dass die Aktualisierung zumindest im iOS-Bereich so ist. Das heißt, ich starte die Reinigung und minimiere meinen Tab, meine App, und möchte dann kurze Zeit später die App wieder aufrufen, um zu gucken, wie weit er ist. Und der zeigt mir immer noch den alten Stand an. Was muss ich machen? Die App komplett schließen, die App neu laden. Und dann zeigt er mir erst den aktuellen Stand an. Das ist in der Roborock App ein bisschen besser. Ich weiß nicht wie, aber sie ist einfach besser. Und das waren eigentlich alle Dinge über die beiden Geräte. Einmal EcoWax X1 Plus und einmal Roborock S7 Ultra Pro. Verdammt lange Namen, aber beide machen an sich einen guten Job. Doch wen würde ich empfehlen? Der EcoWax kostet momentan 650 Euro und der Roborock momentan 1000 Euro. Und wenn ich gerade wenig Geld auf der Seite habe und sage, okay, ich kann Wassertank selber befüllen und den Wischmob immer wieder selbst manuell entfernen und selber reinigen und nach jedem Waschen den Behälter rausziehen und den Saugbehälter wieder reintun, dann entscheide dich für einen EcoWax. Also du hast gerade gehört, es sind verdammt viele Dinge, die eigentlich auch so dagegen sprechen. Aber dagegen bedeutet auch viel Geld. Wenn du sagst, du willst ein Rundum-Sorglos-Paket,
dann entscheide ich für den Roborock S7 Ultra Pro. Mich würde interessieren, für was du dich entscheiden würdest. Deshalb schreib es in die Kommentare und lass es mich wissen. Ich werde auf jeden Fall darauf reagieren. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als Danke zu sagen für alle, die bis hierher zugeschaut haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.